es ist natürlich schwer in der Kürze der Zeit, also eine Stunde hat man mir, ein bisschen vielleicht, hat man mir zugestanden, 160 Jahre in kurzer Form ihn nahe zu bringen. Also habe ich mich beschränkt auf, wirklich auf das Thema Gläser, denn danach, nach dem Krieg, hieß ja die Firma dann Karosseriewerk Dresden, dann VAB Karosseriewerke Dresden, heute KWD Automobiltechnik mit Sitz mittlerweile in Radeberg. Tja, was macht den Namen Gläser aus? Gläser war ja letztendlich der Inbegriff für Qualität und gestalterisch hochwertige Cabriolet-Karosserien. Heinrich Gläser selbst hat aber nie eine Automobilkarosserie gebaut. Bei dem ist es bei den Kutschen geblieben. Er selbst oder hat es im Grunde genommen seinem Nachfolger, dem Emil Heuer und dessen Söhnen wiederum überlassen, die Automobilkarosserien zu bauen. Tja, alles begann eigentlich mit dem Tod des Sattlermeisters Karl Friedrich Kästner, der in Dresden auf der Rambischen Straße eigentlich fast gegenüber der Dresdner Frauenkirche eine Sattel- und Wagenbauwerkstatt betrieb. Der starb, wie gesagt, 1863 und der damals 32-jährige Sattlergeselle Karl Heinrich Gläser, übrigens gebürtig aus Erdmannsdorf bei Chemnitz, übernahm in dem Jahr die Werkstatt und gründete dann ein knappes Jahr später eine Werkstatt für Bau von Kutschwagen und Schlitten. Praktischerweise hat er auch gleich noch die Witwe geheiratet, sodass er also auch im Besitz des Hauses und der Werkstatt selbst kam. Warum und wieso er dort mit Kästner zusammenhing, ist im Moment noch ein bisschen unklar, da bin ich noch ein bisschen am Forschen. Vermutlich war er Geselle in der Werkstatt und hat also die Gelegenheit beim Schopf ergriffen. Offensichtlich überzeugten auch Gläsers Produkte in der nächsten Zeit in Qualität und Preis, denn schon ab 1867 gehörte das Königliche Oberstallamt in Dresden zu seinen Kunden. Und bereits 1870 verlieh der König Gläser den Titel Königlicher Hofwagenbauer. Übrigens einige der schönsten Kutschen von ihm, unter anderem auch der Gläser Gallawagen, die kann man heute auf Schloss Augustusburg bestaunen. Die ist anlässlich der Silberhochzeit des damaligen Prinzen Albert angefertigt worden, der ja dann später auch noch König war in Sachsen. Und wie gesagt, es gibt noch weitere Kutschen dort. Es lohnt sich also durchaus mal dort das Kutschenmuseum anzuschauen. 1898 verkaufte dann ein Gläserteilhaber mit Namen Gustav Reinhold Haubold, der seit 1887 Anteile an der Firma besaß, diese nach heftigen Streitereien mit Gläser, wie immer natürlich übers Geld, an den Radeberger Schmied Emil Heuer. Der hatte seit einigen Jahren schon Rohbaukarosserien an die Firma Gläser geliefert und war also sozusagen dort schon so ziemlich im Geschäft. Er kam auch mit Gläser offensichtlich besser aus als der Haubold und Gläser sah in ihm auch einen legitimen Nachfolger. Er selber hatte ja keine Kinder und zog sich also dann 1902 aus dem Geschäft zurück, noch bevor die erste Automobilkarosserie gebaut wurde. Er ist dann also im Dezember des Folgejahres, im 1903, auch im Alter von 72 Jahren verstorben. Mit dem technisch interessierten und neuen Ideen auch völlig aufgeschlossenen Emil Heuer begann nun auch die Zeit des Automobilbaus oder des Karosseriebaus und die Entwicklung des Unternehmens zu einem der renommiertesten Cabriolet-Hersteller Deutschlands. Friedrich August Emil Heuer, wurde am 27. Dezember 1857 in Ramenau bei Bischofswerda geboren. Als erstes von 11 Kindern des dort ansässigen Schmieds und wie 4 seiner jüngeren Brüder erlernte er, jetzt habe ich erst nochmal den Gläser, aber wir springen gleich zum nächsten, das ist also die Schmiede in Ramenau, und wie 4 seiner jüngeren Brüder erlernte er auch in dem väterlichen Betrieb das Schmiedehandwerk. Er ist übrigens der junge Mann, der neben dem Älteren beim Pferdebeschlagen steht, das ist der Emil Heuer und sein Vater.
Heute sieht die Schmiede übrigens so aus, die gibt es noch, ist auch noch eine Schauschmiede drin, also kann man, wenn man mal in der Gegend ist, durchaus mal besuchen. 1884 dann pachtete Emil Heuer nach seinem Militärdienst eine frei gewordene Schmiede in Radeberg in der Pulsnitzer Straße und gründete eine Werkstatt für Hufbeschlag und Wagenbau. Vorerst war in der Tat Hufbeschlag sein Hauptgeschäft, schnell aber entwickelte er auch die Fertigung landwirtschaftlicher Geräte, Kutschen, Jagd- und Luxuswagen und Schlitten, sodass 1885 in der Werkstatt bereits 3 Gesellen und 2 Lehrlinge arbeiteten. Einer davon war übrigens sein jüngerer Bruder Robert, der dann später auch die Leitung des Radeberger Werks übernahm. Obwohl Emil Heuer mit dem Eintritt in die gläsersche Firma seinen Lebensmittelpunkt nach Dresden verlegte, fusionierte er beide Betriebe nicht, sondern die blieben eigentlich bis zum Konkurs im Jahr 1933 in der offenen Handelsgesellschaft selbstständig. Ab 1903 dann führte Emil Heuer, der im selben Jahr auch wie sein Vorgänger Heinrich Gläser den Titel königlicher Hofwagenbauer bekam, nun als Alleininhaber die Firma, blieb aber bei der Bezeichnung Heinrich Gläser, schrieb nur klein drunter, Inhaber Emil Heuer, wie das eigentlich gar nicht so unüblich war. Und im selben Jahr bekam er auch den ersten Auftrag für eine Automobilkarosserie auf einem Mercedes-Chassis. Überliefert ist der Auftraggeber als der Dresdner Steinbruchbesitzer, Kommerzienrat Karl Halbach. Und 1904 beginnt er dann kontinuierlich Automobilkarosserien auf zugekauften oder vom Kunden angelieferten Chassis zu produzieren. Und dabei wurden die Firmen in Dresden und Radeberg, obwohl ja wie gesagt eigenständig, immer mehr miteinander verzahnt. Dabei spezialisierte sich Radeberg auf den Rohbau und den Bau von Chassis für Kutschen und den Rohbau von Automobilkarosserien. Sattlerei, Lackiererei und so weiter gab man dort weitgehend auf. Also neben den kompletten Automobilkarosserien bestanden dann die Zulieferungen aus Radeberg zum Beispiel aus Kutschkästen, Achsen, Drehgestellen und Rädern. Das wurde dann alles auf die Chassis verladen und per Pferdefuhrwerk von Radeberg den Berg hinab nach Dresden verfrachtet. Und in Dresden übernahm man dann die Sattler-, Gürtel- und Lackierarbeiten sowie die Fertigmontage. Übrigens war zu dieser Zeit die Firma einer der ersten Karosseriespezialisten, die bereits 1905 Automobile mit rückschlagbarem Verdeck bauten. Im Jahr 1905 bekam die Firma dann den Auftrag für das erste Automobil für den sächsischen Königshof. Der Auftragsabteilung ging ein langwieriger Entscheidungsprozess, also ähnlich wie das auch heute so ist, wenn es um Staatsgelder geht, voran. Es gab also Streitereien über die Finanzierung zwischen dem Königlichen Oberstallamt, dem Ministerium des Königlichen Hauses, also das war das Innenministerium, dem König selbst und dem Oberzahlamt. Letztendlich wurden dann nach langwierigen Erwägungen 38.000 Mark locker gemacht, um dieses Gefährt und noch einen Gepäckwagen zu bauen. Als Ausgleich musste übrigens das Oberstallamt 2 Gespanne mit ein paar schwerer und ein paar leichter Pferde weniger halten. Ja, das Chassis und der Motor sollte die Daimler Motorengesellschaft in Untertürkheim liefern. Die Entscheidung zu Mercedes und gegen sächsische Automobilhersteller begründete der Oberstallmeister von Haug wie folgt. Ich zitiere mal, dass nach Auskunft aller Sachverständiger die in Türkheim bei Stuttgart angefertigten Mercedes-Wagen den besten, solidesten, in der Technik führenden, aber auch die teuersten Fahrzeuge sind. Bei einer Verantwortung für die Sicherheit seiner Majestät des Königs sind deshalb auch alle Anerbietungen und Aufforderungen, die einheimische Industrie bei der Bestellung eines Personenautos zu berücksichtigen, vom Oberstallamt zurückgewiesen worden. Also, das war aber das letzte Mal, dass ausschließlich zu Ungunsten von sächsischen Firmen entschieden wurde.
Später hat man das dann doch etwas differenzierter gesehen. Die Übergabe selbst war für Gläser schon ein besonderes Ereignis. War ja das erste Auto, was ausgeliefert wurde. Und auch die Karosserieform war eine besondere. Das war eine sogenannte ein sogenanntes Triple-Phaeton. Das heißt also, es gab im Fond eine Sitzbank mit drei Sitzen. Davor waren rechts und links zwei bequeme Sitze. Man sieht da so ein bisschen die Polsterung. Und dazwischen konnte noch ein Notsitz reingeklappt werden, also sodass sechs Personen dort mitfahren konnten. 1906 baute die Firma dann einen Jagdomnibus, auch für das Königliche Oberstallamt, mit 10 Plätzen. Hier wurde nun das Fahrgestell mit Kettenantrieb und einem Vierzylindermotor mit 36 PS an die Firma Maschinenfabrik Emil Nacke aus Köthitz bei Coswig vergeben. Also Köthitz liegt zwischen Radebeul und Meißen. Übrigens war der damals bereits 57-jährige Automobilingenieur Pionier Emil Nacke der erste, der in Sachsen, nämlich schon 1900, also noch vor August Horsch, einen zweisitzigen 10 PS leistenden Personenwagen mit dem Namen Cosviga baute. Die wurden dann also auch in einer kleinen Serie sogar gefertigt. In den folgenden Jahren lieferte dann Gläser weitere Automobile an das Königshaus auf Mercedes- und Horsch-Fahrgestellen. Schon sehr früh kam die Gläserkarosserie Bauer auf die Idee, das Automobil durch Wechselaufbauten vielseitiger werden zu lassen. Sie entwickelten einen abnehmbaren Aufsatz, mit dem man aus einem offenen Turnwagen, da unten zu sehen, eine Limousine machen konnte, oben. Also umgekehrt konnte man auch durch Abnehmen des Karosserieoberteils und den Auswechseln der Türen mit Fenstern durch niedrige Türen einen geschlossenen Wagen in einen offenen verwandeln. Sie nannten solche Wagen Phaeton-Limousine oder auch abnehmbare Limousine. Heuer gehörte damit zu den ersten in Deutschland, die diese Bauweise praktizierten, die dann eigentlich viel später erst, nämlich Anfang der 20er Jahre, unter dem Begriff Aufsatzlimousine populär geworden ist. Überhaupt war der Emil Heuer technisch recht innovativ und auch interessiert. Er ließ nämlich auch im Jahr 1906 einen umlegbaren Drehsessel an Fahrzeugen patentieren. Bei dem Drehsessel handelt es sich um einen auf einer Säule drehbaren Sitz, der eine klappbare Rückenlehne hatte, die in aufrechter Stellung verriegelt werden konnte. Damit hatte Heuer quasi als einer der ersten frühzeitig einen Klappsitz für Automobile erfunden. Wer sich noch erinnert an die alten Eisenbahnwagen, das war bei den Autos früher genauso. Die Fenster in den Aufbauten wurden mittels eines kräftigen Lederriems nach oben gezogen oder wieder abgelassen, wie man das noch von früher, die älteren Herrschaften werden das noch kennen, in den Eisenbahnwagen. Im Jahr 1908 entwickelte Emil Heuer gemeinsam mit seinem ältesten Sohn Georg zur Vereinfachung einen Kurbelmechanismus, um die Scheiben nach oben und nach unten zu drehen. Also das Prinzip, was ja im Grunde genommen heute noch, wenn auch mittlerweile elektrisch, genutzt wird. In den Jahren nach 1909, 1910 stieg der Bedarf an Automobilen dann immer weiter an. Und um 1911, 12 waren bei Gläser schon jeweils etwa die Hälfte der hergestellten Produkte Kutschen- und Automobilkarosserien. Man sieht, also es wurde auch in einer Halle zusammen produziert. Und dabei prägten die besonderen Fähigkeiten der gläserischen Mitarbeiter wesentlich die hohe Produktqualität, die den Ruf der Gläserkarosserien bestimmten und auch die Nachfrage beträchtlich anregten. Die Auftragslage war wirklich so gut, dass die Firma mittlerweile in Dresden Riesenplatzprobleme bekam. Auf der Rampischen Straße gab es keine Erweiterungsmöglichkeiten, das war ja so eine Art Hinterhofproduktion. Und räumlich beengt war auch die Lackiererei am Schützenplatz in Dresden. Und Heuer erwarb daraufhin einen Teil von leerstehenden Fabrikhallen in der Arnoldstraße. Gläser-Arnoldstraße ist ja dann später ein richtiger Begriff geworden. Und 1913 erfolgte dann die Einrichtung für die Fertigstellung der überwiegend aus Radeberg angelieferten Rohbaukarosserien mit Wagen.
Da habe ich mal sozusagen die Rohbaufabrik Radeberg und daneben dann die Fabrik auf der Arnoldstraße. Mit dem Umzug an den neuen Firmensitz konzentrierten sich dort die Endmontage, die Lackierung und die Sattlerei und die Ausstattung für die mit Beschlägen und Ähnlichem. Mittlerweile beschäftigte Heuer in Dresden-Radeberg schon 200 Arbeiter. Und dann brach diese gute Entwicklung ab, denn es kam der Erste Weltkrieg. Für Automobilkarosserien gab es, abgesehen von der obersten Heeresleitung, keinen Bedarf mehr. Und man stellte also wieder um und produzierte in größeren Serien Gespann-, Sanitäts- und Munitionswagen. Darüber hinaus Fahrgestelle für Feldküchen, 2 und 5 Tonnen Lastenanhänger für das Heer und eben hier alles mögliche Zaumzeug, Patronentaschen, Kartuschennäpfe für Patronentaschen, für Kartuschennäpfe für Granaten. Pardon. 1917 begann die Produktion von Flugzeugteilen für Doppeldecker hauptsächlich hier. Man sieht es, komplette Tragflächen mit Streben und Verspannung, Seitenruder und Fahrwerke. Und 1918 folgten dann noch komplette Tragflächen für Fokker-Jagdflugzeuge. Dann war der Krieg zu Ende. Alles, was noch da war, musste auf der Dresdner Vogelwiese zusammengetragen werden und wurde angezündet, gemäß dem Versailler Abkommen. Aber als eines der ersten nach dem Kriegsende fertiggestellten Automobile lieferte die Firma Gläser dieses wundervolle Fahrzeug aus, das bereits 1914 von Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg bestellt wurde. Es war ein Tourenwagen, der kriegsbedingt also dann erst 1918 komplettiert werden konnte. Chassis und Motor dieses Benz 2770 PS stammten von der Benz und Zieh Rheinische Automobil- und Motorenfabrik AG in Mannheim. Das Schöne ist, das Auto gibt es ja heute immer noch, fährt auch ab und zu mal, gehört Werner Zinke, den meisten wird er bekannt sein. Und es ist eigentlich immer wieder toll, wenn man dieses Fahrzeug sieht, dass es auch vor allen Dingen doch recht gut erhalten wurde. Trotz aller Widrigkeiten des Einsatzes als Feuerwehr und was weiß ich nicht alles. Tja, mit Ende des Ersten Weltkrieges waren dann alle Rüstungsaufträge nichtig. Neue zivile Aufträge waren nicht in Sicht. Aber um die heimkehrenden, aus dem Krieg entlassenen Fachleute nicht zu verlieren, ließ Heuer dann also halt wieder Kutsch- und Gespannwagen auf Vorrat bauen, wenngleich der Absatz anhand der katastrophalen wirtschaftlichen und politischen Lage nach den vier Kriegsjahren nicht gerade toll war. Andererseits bestand immer mehr auch Bedarf an Transportmitteln und diese Nachfragen führten dazu, dass nach und nach Heuers Firmen auch wieder Aufträge für Automobilkarosserien erhielt. Es handelte sich vor allen Dingen um Aufträge von Autohändlern, die nach dem Krieg ganze Fuhrparks der Armee aufkauften oder auch von Privatleuten Fahrzeuge kauften. Und um sie dann mit Gewinn an Käufer wiederbringen zu können, mussten die alten Karosserien runter und neue drauf. Und das war teilweise doch recht schwierig, weil völlig veraltete Chassis erforderten also zusätzliche Arbeiten, weil da moderne Karosserien nicht so in weites draufgesetzt werden konnten. Hier ist nochmal ein Blick in die Arnoldstraße mit dem Gläserwerk und Gespannwagen, die dann also produziert wurden. Der bisher schon als Geschäftsführer und Konstrukteur tätige Ältestensohn Georg Heuer wurde dann im Jahr 1920 Mitinhaber der Heinrich Gläser, wie man sie nannte, dann Luxuswagenfabrik. Emil Heuer war mittlerweile 63 Jahre und zog sich aus dem Tagesgeschäft zurück und gab damit auch das Unternehmen an die nächste Generation weiter. Im Jahr zuvor hatte die Firma Siemens Schuckert schon einen größeren Auftrag an Karosserien auf Protos Typ C, der seiner Tochter Protos Automobile GmbH in Berlin vergeben. Und es handelte sich hierbei, halt, ich bin irgendwie als
Hier also. Es handelt sich um die Herstellung von Limousinen mit seitlich offener Fahrertür und um abnehmbare Limousinen. Das war für Gläser insofern neu, als es hierbei um direkte Lieferung an einen Automobilhersteller ging und aus heutiger Sicht eine ansatzweise Serienfertigung begann. Daneben bekam man noch Aufträge von Daimler für Einzelkarosserien, das waren also zum überwiegenden Teil Phaeton-Karosserien mit eingebautem Verdeck auf Mercedes-Chassis. Heuer hatte an der Kriegsproduktion doch insgesamt recht ordentlich verdient. Allerdings hatte er bereits 1918 begonnen, in Radeberg eine Fabrikerweiterung vorzunehmen, die allerdings dann ein Großbrand 1920 komplett vernichtete. Er hat dann trotz schwieriger Bedingungen in den Folgejahren alles wieder aufgebaut und auch wie vorgesehen die Flächen erweitert. Die Lage wurde allerdings immer schwieriger, die Kaufkraft sank von Tag zu Tag und die Stadt Dresden versuchte mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Arbeitsplätze zu erhalten. In diesem Kontext vergab die Stadt 1921 Aufträge zum Bau von 40 Straßenbahntriebwagen. Und Gläser erhielt auch einen Auftrag und baute nun, nachdem bereits 1920 ein erster Mustertriebwagen zur Zufriedenheit der städtischen Straßenbahn hergestellt worden war, 1921 9 und 1922 10 dieser Straßenbahntriebwagen. Das sind also wirklich die einzigen, das einzige Foto ist das, wo die noch im Originalzustand dargestellt sind. Und das Schöne ist, bis auf drei Triebwagen, die beim Bombenangriff 1945 zerstört wurden, fuhren die anderen, mittlerweile natürlich modernisiert und mehrfach umgebaut, noch bis Mitte der 1970er Jahre durch Dresden. Leider blieben dann nach der etwas brutalen Verschrottung keiner der Gläsertriebwagen erhalten, obwohl baugleiche noch im Straßenbahnmuseum in Dresden stehen. Trotz vieler Einschränkungen überstand Gläser die Firma die Zeit der Inflation relativ unbeschadet. Da die Firma große Vorräte an Holz hatten, wurden wieder Gespannwagen auf Vorrat gefertigt. Und durch dieses umfangreiche Warenlager gelang es also, finanzielle Schwierigkeiten zu überbrücken, teilweise auch einfach durch Tauschgeschäfte. Und Ende 1923, also noch zum Ende der Inflationszeit, beschäftigte Gläser allein in Dresden immerhin 250 Mitarbeiter. Die Automobilindustrie entwickelte sich ja immer weiter und gerade der Anfang der 20er Jahre brachte grundlegende Veränderungen mit sich. Für die Karosseriekonstrukteure prägten dabei zwei Begriffe die Entwicklung, nämlich Stromlinie und Leichtbau. Es gab dann erste Versuche und bahnbrechend wirkte dabei der Schweizer Aerodynamiker Paul Jarey, der ja seine Erfahrung aus dem Flugzeugbau hatte und auf Grundlage seiner Patente und nach Modellversuchen im Windkanal in der Zeppelinwerft in Friedrichshafen erhielt Gläser den Auftrag, eine solche Karosserie zu bauen. Die sollte also Stromlinienform haben und aus Aluminium bestehen. Mit einem ähnlichen Aufbau wurden dann auch ein Leih T6 versehen und die Thüringer Firma Assmann baute eine solche für Dixie. Allerdings, Erfolg war dem nicht beschieden. Trotz einer deutschlandweiten Präsentationsfahrt waren die Dinger eigentlich ihrer Zeit voraus. Und es gab auch, wenn man sich vorstellt, in dieser Zeit kaum Straßen, die diese Einsparung hätten bringen können, die man aus den Versuchen mit den Fahrzeugen ermittelt hatte. Also die sind ja auf der Avus gefahren. Eine deutsche Landstraße sah doch etwas anders aus. Trotzdem brachte das Jahr 1924 oder insgesamt die Zeit Mitte der 1920er Jahre eine Reihe von Umbrüchen und Neuheiten. Zum einen stellte Gläser 1924 komplett die Fertigung von Kutschen und Gespannwagen ein und gab auch das Haus in der Rampischen Straße in Dresden auf und konzentrierte sich jetzt ausschließlich auf die Produktion von Automobilkarosserien in Radeberg und Dresden. Wirtschaftlich sehr wichtig für das Unternehmen war
dann ein Auftrag von der Presto-Werke in Chemnitz für die Lieferung von viersitzigen Inlenker-Karosserien in fester und abnehmbarer Form. Erstmalig bekam nämlich da die Firma einen Fertigungshorizont, dass sie in Losen von 30 bis 50 Stück fertigen konnten. Auch für Protos wurden weiterhin die Karosserien gefertigt und fast gleichzeitig brachten Aufträge für den neuen von Ferdinand Porsche entwickelten Mercedes Typ 1570 100 PS zusätzlichen Aufschwung. Die Preise für solche Karosserien lagen zwischen beachtlichen 5.000 und 12.000 Reichsmark, je nach Ausführung, als Phaeton, Landaulet oder abnehmbare Limousine sowie den Spezialwünschen der Kunden. Beginnend mit diesen Mercedes-Karosserien kam der nächste Umbruch, denn Georg Heuer führte schrittweise jetzt die gemischte Bauweise ein. Das heißt also die Beplankung des Eschenholzrahmens mit 0,8 mm Schwarzblech. Vorher war das ja meist Sperrholz aus Pappel oder ähnliches. In diesen Jahren, wir sprachen ja gerade über die Straßen, beschwerten sich die Automobilisten immer mehr über den Zustand dieser. Denn die Chausseen waren ja in der Regel Schotterpisten. Ab und zu mal gab es auch eine gepflasterte Straße, das war aber außerhalb der Städte und Ortschaften eigentlich eher selten. Die Straßen waren voller Schlaglöcher und entwickelten bei trockenem Wetter, wenn man fuhr, jede Menge Staub und Dreck. Das führte dazu, dass also die Innenlenkerlimousine immer mehr an Bedeutung gewann, aber es führte auch dazu, dass die Karosserien quietschten, knarrten und polterten. Und man begann also nach Lösungen zu suchen und letztendlich sollte das Übel mit der sogenannten elastischen Karosserie nach dem System Weimann gelöst werden. Ausschließlich zu diesem Zweck und der Verwertung der Weimann-Patente gründete man 1924 in Deutschland die Weimann-Karosserie GmbH, die den Beteiligten quasi eine monopolartige Nutzung dieser Bauweise sichern sollten. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie über das System Weimann irgendwas wissen. Also letztendlich ging es darum, man hatte ja vorher eine starre Karosserie, also das war alles verzapft und also dieser Rahmen war verzapft und die Teile waren fest verschraubt. Die Weimann-Karosserie ging dazu über, die Sitze aus der Karosserie herauszulösen und mit dem Chassis zu verbinden und die einzelnen Sternverbindungen durch elastische auszutauschen. Das heißt also, die einzelnen Streben wurden mit Laschen verbunden, die wiederum mit Filz und mit Ölpapier versehen waren, sodass also ein Quietschen beim Verbinden der Karosserie und ein Klappern nicht mehr stattfinden sollte. Gesellschafter dieser GmbH waren, wie man hier unten sieht, Nebengläser, also am Anfang die Franz Papler GmbH in Köln, Gebrüder Beisbart in München, Kruckwerke in Frankfurt am Main und Kühlstein Wagenbau in Charlottenburg, also Berlin. Ach, und die Reuter und Co. GmbH in Stuttgart. Später kamen dann noch weitere dazu und auf der Berliner Automobilausstellung 1925 stellte die Gründerfirma zur Veranschaulichung der Vorteile dieser Karosseriekonstruktion verschiedene Modelle vor. Gläser präsentierte eine Weimann-Inlenker-Limousine auf einem Presto-Fahrgestell. Und im gleichen Jahr folgte dann eine solche Karosserie für einen Sechszylinder-Innensteuerlimousine auf Steyr-Typ 7. Insgesamt fertigte Gläser mehrere hundert dieser Weimann-Karosserien bis 1930, hauptsächlich für die Wanderertypen W10 und W11 sowie für Steyr und Horsch. Ebenfalls für Wanderer baute die Firma sogenannte halbstarre Limousinen, also das heißt, bis zur Gürtellinie waren sie starr und der Dachverbund war nach System Weimann mit Kunstleder dann beschlagen. Zu dieser Zeit baute Gläser auch noch sehr unterschiedliche Karosserieformen, also dazu gehörten also Phaeton, Innensteuerlimousine, abnehmbare Limousine, Landaulets, Kombinationscabriolet, Coupé-Cabriolet
und die eigentlichen Cabriolets. Also es gab eine Vielzahl von Karosserieformen, die auch Gläser alle bedienen wollte. Dabei kristallisierte sich aber dieses einfache Cabriolet als eine der beliebtesten, aber letztendlich auch am schwierigsten zu fertigen und zeitintensivsten zu bauenden und damit auch die teuerste Wagenform heraus. Die Kunst des Karossiers beim Bau von Cabriolets bestand ja darin, dass zum einen das Verdeck so zu konstruieren, dass es mit geringem Aufwand geschlossen und geöffnet werden konnte. Andererseits musste es auch gegen Nässe dicht sein und im Winter auch noch gegen Kälte isolieren. Eine weitere Herausforderung war die Befestigung der Fenster, um sozusagen ein Klappern zu verhindern. Ein erster Auftrag der österreichischen Waffenfabriksgesellschaft AG für den Steyr Typ 12 war 1925 dann der eigentliche Start für die Produktion von Cabrio-Karosserien, auf die man sich dann konzentrierte und die sich ja dann zu einer Spezialität von Gläsern entwickelte. Für ein größeres Fahrgestell, zum Beispiel also eins von Horsch, wurde ein sogenanntes Coupé-Cabriolet entwickelt, bei dem der Fahrersitz nur eine Notbedachung hatte und eigentlich nur der Fond über vier Fenster mit einem Cabrio-Verdeck versehen werden konnte. Alle diese Cabriolets hatten dann einen Nachteil, dass die Fondpassagiere, wenn das Verdeck geschlossen war, eigentlich nichts mehr gesehen haben, nur noch geradeaus, Seiten waren zu. Um denen abzuhelfen, entwickelte die Konstruktionsabteilung von Gläser ein Vierfenster-Cabriolet. Diese Modelle wurden sowohl als Zweitürer als auch als Viertürer gefertigt. Das war dann das sogenannte Sedan-Cabriolet. Also hat nichts mit der Stadt in Frankreich zu tun, sondern kommt aus dem Englischen von Senfte. Ein weiterer technischer Schritt wurde dann 1926 mit dem Beginn des Baus von Pullman-Cabriolets getan. Pullman-Fahrzeuge waren ja oder hatten in der Regel eine verlängerte sechsfenstrige Karosserie, eine kurbelbare oder als Schiebefenster konstruierte Trennscheibe zum Fond und waren in der Regel auch wesentlich luxuriöser ausgestattet als die sogenannten normalen Fahrzeuge. Und sie hatten bei Gläser erstmals kurbelbare Seitenscheiben. Das war, also damit war Gläser also der erste auf dem Markt. Trotzdem sind diese Pullman-Karosserien eine große Herausforderung für die Konstrukteure gewesen, denn diese große Länge der Chassis stellte die Konstrukteure vor die Schwierigkeit, eine ausgewogene Proportion über die extreme Länge zu finden. Das galt Mitte der 1920er Jahre als hohe Kunst und konnte von den meisten Gläserkonkurrenten erst wesentlich später geleistet werden. Und das Hauptproblem war am Ende bei dem langen Radstand auch die Festigkeit ohne den mittragenden Dachverband. Also man muss sich ja vorstellen, es war ja wirklich nur das Chassis und so ein bisschen drumherum. Bei der Limousine hat ja der Dachverband noch ziemlich viele Kräfte aufgenommen. Ja, später hat dann Gläser auch die Abwandlung des reinen Cabriolets zum Beispiel für Horsch, Mercedes und Steyr realisiert. Im gleichen Jahr 1926 erfolgte ein weiterer wichtiger Schritt für Gläser. Die deutsche Repräsentanz von General Motors in Berlin knüpfte erste Kontakte zu Georg Heuer. Die Amerikaner suchten damals, nachdem der Bedarf im eigenen Land ja mehr als gedeckt war, in Europa nach Karossiers, die ihre Fahrgestelle für den deutschen Markt mit zwei- und vier Fenster-Cabriolets versahen. Das Cabriolet war ja in den USA eigentlich unbekannt, dort gab es nur den Roadster. Aber sie erhofften sich also in Europa doch ein gutes Geschäft damit. Auch diese sechssitzigen Pullman-Cabriolets waren in den USA unbekannt und auch da, die ließen sich ja in Europa und Deutschland gut verkaufen, sodass also dann unter der Federführung von Georg Heuer bei Gläser Kombinations-Cabriolet genannte Karosserie für die GM-Chassis konstruiert wurde. Ja, das sind jetzt, ist jemand eingeschlafen? Aufgemacht. Alles gut.
Ab 1927 beauftragte General Motors Gläser dann für die Typen Cadillac, Chevrolet und Buick, diese Kombinations-Cabriolets in größeren Stückzahlen zu bauen. Noch im selben Jahr brachte ein viersitziges Cabriolet auf Wanderer-Fahrgestell W10-2, das auf der Automobilausstellung vorgestellt worden war, ein durchschlagender Erfolg, und innerhalb weniger Tage konnte die Führung wegen der wirklich ansprechenden Karosserieform einen Auftragsbestand von rund 500 Stück, das war schon damals recht ordentlich, verbuchen. Als Horsch im Dezember 1927 mit der Serienproduktion der Typen 305 und 306 begann, erhielt Gläser gemeinsam mit der Karosseriefabrik Nitsch aus Glauchau die Aufträge zum Bau aller Cabriolet-Karosserien. Uns wurden auch weiterhin Sonderaufträge für Horsch für Limousinen erledigt in Dresden. Überhaupt war die Fertigung sogenannter Modellkarosserien ganz nach Kundenwunsch eine mittragende Säule des Unternehmens. Insbesondere wurden die auch für Automobilausstellungen gebaut und führten nicht selten dann auch zu Folgeaufträgen für Serien. Ja, und Fahrgestelle bekannter Marken wie Mercedes, Audi, Horsch, Steyr, GM, schon gesagt, Ford, Wanderer und so weiter, wurden zunehmend mit Gläserkarosserien ausgestattet. Und es mag vielleicht verwundern, dass dies so gut klappte, weil im Gegensatz zu den Konkurrenten von Gläser kann man in Zeitschriften aus dieser Zeit nie eine Reklame sehen. Die anderen haben sich geradezu überschlagen. Aber offensichtlich hat die Qualität überzeugt, und es war ja nicht so, dass Gläser der einzige war. Firmen wie die Karosseriewerke August Schau in Leipzig, die Wagenfabrik Neuss und Alexis Kellner in Berlin, in Halle, Otto Kühn und Ludwig Kade und Sohn, oder das Babler Karosseriewerk in Köln, um nur einige zu nennen, produzierte ja für denselben Kundenkreis und auch dieselben Aufbauten. Man musste sich also wirklich ständig mit hoher Qualität und Innovation bei der Karosserieausstattung gegen diese Firmen durchsetzen. Und Georg Heuer stand in einem hohen Ruf, denn er entwarf und gestaltete in dieser Zeit Karosserien, die noch heute mit zu den schönsten jemals gebauten Cabriolet-Karosserien zählen. Er verstand es einfach, technische Vorgaben mit der Gestaltung und von Karosserie und Interieur und Farbgebung harmonisch zu verbinden. Und das nicht nur bei den Modellkarosserien, sondern also auch in den Kleinserien. Aufsehen erregte dann im Sommer 1928 der neue von Steyr herausgebrachte 6- bis 7-sitzige Sechszylinder-Typ 7 mit einer von Gläser gelieferten sechsfensterischen Kombinations-Cabriolet-Karosserie. Auch war die Firma bereits seit vielen Jahren Karosserielieferant für die Audi-Werke, also hier. Nachdem die dann 1928 von Rasmussen übernommen wurde, intensivierten sich diese Verbindungen eigentlich noch mehr, sodass man sagen kann, dass alle Audi Cabriolets der folgenden Jahre zumindest teilweise mit einer Gläserkarosserie versehen wurden. 1929 gab es dann Aufträge von Citroën für die Produktion der Typen C4 und C6, die in Köln hergestellt wurden. Da wurden also zweifensterische Cabriolets in Serien über 100 Stück produziert. Ein Jahr später begann dann die Zusammenarbeit mit Ford. Dort gab es Kleinserien von Cabrio-Karosserien auf dem Ford A, für den also auch sehr schöne Modellkarosserien hergestellt wurden. 1931, die Lage wurde langsam wirtschaftlich immer schwieriger, war technisch trotzdem für Gläser ein erfolgreiches Jahr. Die Cabriolets wie der Ford A, der Steyr 30, Mercedes Nürburg, Austro Daimler ADR8 und insbesondere ein Zweifenster-Cabriolet auf Andro W11 erhielten auf Automobilausstellungen in der deutschen und internationalen Presse höchstes Lob. Wir befinden uns ja mitten in der Weltwirtschaftskrise, die ja 1929 begann
Und Mitte 1932 erteilten die Wanderwerke an Gläser den Auftrag, über 60 Cabriolet-Karosserien für die Typen W15 und W17. Da Gläser sich ja in den vergangenen Jahren hauptsächlich auf dem Cabriolet-Markt getummelt hatte, vergab Wanderer gleichzeitig aber auch einen Auftrag über 75 Limousinen-Karosserien, deklariert als Probeauftrag. Allerdings sollten gerade diese Aufträge die wirtschaftliche Situation des Unternehmens erheblich verschärfen, zumal die Lieferung sehr kurzfristig für Dezember des Jahres 32 terminiert waren. Schon Mitte des Jahres 32 gerieten beide Firmen von Heuer in ernsthafte Zahlungsschwierigkeiten. Neben der komplizierten Wirtschaftslage, also der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr 1931 um 50%, kam es zu Fehlspekulationen der Geschäftsleitung. Also der Georg Heuer hatte wegen des Engagements von General Motors und fest zugesagter Verträge für eine dauerhafte Partnerschaft mit Aufträgen spekuliert und obwohl dann General Motors seine 1932er Modelle in Zeitungsanzeigen ausdrücklich mit Gläserkarosserien bewarb, kamen die direkten Aufträge oder größere Aufträge eigentlich nie zustande. Und Heuer hatte ja vorab schon große Investitionen getätigt für den notwendigen Umbau auf eine größere Serienfertigung, Material eingekauft und zusätzlich Arbeitskräfte eingestellt. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage der Wanderwerke wiederum, die ja auch Absatzschwierigkeiten hatten, stornierten sie den Limousinen-Karosserien-Auftrag und stellten die Cabriolets zurück, sodass also auch hier Heuer, der ja schon in Vorleistung gegangen war, plötzlich Probleme bekam. Der Georg Heuer, das Ende der Unternehmen vor Augen, erschoss sich dann im Jahr 1932 und der mittlerweile 74-jährige Emil Heuer übernahm danach wieder als Alleininhaber der Dresdner Firma die Geschäftsführung. Sein jüngster Sohn Erich bekam neben dem bereits geführten Verkauf und Kundendienst zusätzlich die kaufmännische Leitung und der zweitälteste Sohn Edmund Heuer fungierte als technischer Leiter. Die Unternehmen wurden dann im November 1932 unter Bankenaufsicht gestellt, also das war so eine Vorstufe zur Insolvenz. Neue Hoffnungen keimten für Gläser nach Verhandlungen mit der Auto-Union Ende 1932 auf. Gläser setzte Erwartungen in eine Zusammenarbeit mit dem DKW-Werk, das im Januar 1933 eine dreisitzige Cabriolet-Musterkarosserie auf DKW F2 Sportmeister bestellte. Eigentlich ein recht hübsches Auto. Das Fahrzeug gedacht für die Automobilausstellung in Berlin 1933. Lieferte man zu einem Preis von 2.300 Reichsmark aus. Obwohl der Serienpreis fast nur noch die Hälfte betragen sollte, kam ein Folgeauftrag dann nicht zustande, denn das Fahrzeug ging bei DKW nie in Serie. Allerdings erteilte die Auto-Union im Januar 1933 Aufträge zum Bau von 200 Stück Cabriolet-Karosserien für den Horsch-Typ 830 und dazu kamen dann noch Cabriolet-Karosserien für den Audi Front UV und für den Wanderer W22. Es nützte aber alles nichts. Anfang 1933 führten die anhaltenden Zahlungsschwierigkeiten der Firmen in Dresden und Radeberg zu einem Stillhalteabkommen mit den Gläubigern. Und Bedingungen für die Ausreichung neuer Kredite war der Ausschluss von Emil Heuer und seinem Bruder aus der Geschäftsführung, also der Robert Heuer musste auch seine Firmenanteile abgeben an dem Radeberger Werk und erhielt lediglich eine Anstellung als Werkmeister. Die Gläubiger, also das war insbesondere die Dresdner Bank und die Auto-Union, trauten der Familie Heuer nicht zu, dass die nochmal das Steuer herumreißen sollten. Und im Juni 1933 musste dann trotz verzweifelter Bemühungen zur Konsolidierung der Unternehmen alle Geldflüsse eingestellt und letztlich im Juli der Konkurs angemeldet werden. Das Konkursverfahren wurde dann
am 6. Juli 1933 eröffnet und am 26. Februar 1935 nach harten Verhandlungen und Schlammschlachten der Auto-Union gegen die neuen Gesellschafter und der neuen Gesellschafter gegen die Auto-Union mit einem gerichtlichen Zwangsvergleich beendet. Emil Heuer hat das alles nicht mehr erlebt, er ist dann 1934 schon verstorben. Man muss aber auch der Wahrheit halber sagen, dass die Auto-Union nicht unwesentlich zu dem Konkurs beigetragen hat. Denn spätere Untersuchungen und auch Aussagen von Rasmussen zeigten, dass Emil Heuer bereits nach dem Tod seines Sohnes, also Mitte 1932, einen geordneten Konkurs angestrebt hatte. Das wurde vom Vorstand der Auto-Union genehmigt, aber letztendlich vom Dr. Brun, der ja damals der Vorstandsvorsitzende war, verhindert. Also sein Ziel war offensichtlich, und das legt auch der Ausschluss der Familie Heuer aus der Geschäftsführung nahe, dass er diesen renommierten Karossier in seinen Unternehmensverbund einverleiben wollte. Im Juni 1933 konnte dann mit Billigung der beiden Hauptgläubiger, also Auto-Union und Dresdner Bank, die Gläser Karosserie GmbH als Auffanggesellschaft für die insolventen Firmen von Emil Heuer gegründet werden. Auf Betreiben der Auto-Union wurde der Mitarbeiter der Auto-Union, Dr. Otto Götz, zum Geschäftsführer bestellt. Das Gesellschaftskapital der Firma betrug 20.000 Reichsmark. Und Gesellschafter waren zunächst Willi Bachmann, der 1927 Emil Heuers Tochter Johanna geheiratet hatte, und Erich Heuer, jeweils mit 7.000 Reichsmark, und ein Wilhelm Stahl, der eigentlich der Wirtschaftsprüfer der heuerischen Unternehmen war, was schon ein bisschen anrüchig ist. Der Emil Heuer trat seine Anteile innerhalb eines Monats an seinen Schwager Willi Bachmann ab, weil er wegen Darlehensschulden mit Pfändung rechnen musste. Und der Wilhelm Stahl, der angeblich treuhänderisch für seinen Arbeitgeber, das war also die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, diese Anteile hielt, verkaufte sie an einen, naja, man muss heute wirklich sagen, an einen Strohmann. Der hat sie dann wiederum später an die Wirtschaftsprüfergesellschaft verkauft und die dann 1936 für 230.000 Reichsmark an die Gläser Karosserie GmbH. Damit war dann 1936 der Bachmann allein Besitzer, aber man sieht, also auch schon damals wurden mehr als krumme Geschäfte gemacht. War übrigens auch Gegenstand von vielen Untersuchungen der Steuerbehörden, aber letztendlich verlief dann alles im Sande. Also die beiden Gesellschafter wurden dann damals mindestens von der Auto-Union gedrängt, das Gesellschaftskapital um 180.000 Reichsmark aufzustocken, auf 200.000 Reichsmark, weil die Auto-Union bekam irgendwie kalte Füße, da sie Millionenaufträge vergeben hatte an eine Firma mit einem Gesellschaftskapital von 20.000 Reichsmark. Das war ihnen dann doch ein bisschen komisch. Und sie wollten auch technische Hilfe geben, aber wie gesagt, der Einfluss der Familie Heuer sollte ausgeschaltet bleiben. Also auch der Willi Bachmann, der ja eigentlich Gesellschafter der Firma war, durfte nicht in die Firma eintreten als Geschäftsführer oder was auch immer. Die Gesellschafter wiederum bezichtigten die Auto-Union, die Firma übernehmen zu wollen, und es ging dann immer hin und her. Man sträubte sich und beschuldigte sich und es gab Klagen und was weiß ich nicht alles. Letztendlich ist ja auch egal. Beide brauchten jedenfalls einander, und nach eigener Aussage produzierte die Gläserkarosserie vom Start der GmbH an bis zum Juni 1934, also in einem Jahr, insgesamt 3.104 Karosserien, davon 2.648, also 85%, mit einem Rechnungswert von knapp 4 Millionen, wurden an die Auto-Union geliefert. Also man sieht, Auto-Union war der eigentliche Hauptkunde, aber ohne die Last von Schulden der alten Unternehmen und durch Lohnkürzungen bei den übernommenen bzw. neu eingestellten Arbeitern und mit den Aufträgen der Auto-Union konnte das Unternehmen relativ schnell wieder wirtschaftlich arbeiten. Der Dr. Götz und von ihm eingestellter Prokurist Rode führten nun verschiedene
finanztechnische Instrumente ein, also Vor- und Nachkalkulation der Aufträge, und sie ordneten betriebliche Abläufe, war alles vorher bei Gläser kein Thema gewesen. Trotzdem war der finanzielle Start ziemlich holprig, weil die neue GmbH ja eigentlich auf kein Kapital zurückgreifen konnte. Das heißt also, die Auto-Union musste ihre Aufträge vorfinanzieren. Die haben also die Löhne bezahlt und haben das Material in ihrem Namen eingekauft, haben dann Gläser geliefert. Und die haben dann dafür die Karosserien sofort, sobald sie angearbeitet waren, an die Auftraggeber übereignet. Das waren zu dieser Zeit hauptsächlich Cabrio-Karosserien für den Roche Typ 8, 720, also Typ 720, zweifensterische Karosserien für den Wanderer Typ W22 sowie zwei- und vierfensterische Cabriolets für den Audi Front UV. Und 1934 folgten dann noch Karosserien für den Roche Typ 830. Frühzeitig nutzte die Gläserkarosserie GmbH auch von der NS-Regierung geförderte Staatsaufträge. Bereits ab 1935 sicherte sich Bochmann lukrative Aufträge der Wehrmacht, zum Beispiel für Karosserien für den Einheitskübelwagen Kfz 15 sowie diverse Lkw- und Anhängeraufbauten. Und bald schon machten die Rüstungsaufträge 20% der Gesamtproduktion auf. Das kam ja dem Anliegen von Bochmann entgegen, die beherrschende Stellung der Auto-Union etwas zu reduzieren. Und auch die von Dr. Götz eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen zeigten nach und nach Erfolg. Das Unternehmen machte wieder Gewinn und bis 1939 konnten schon alle Altschulden abgetragen werden. In der gleichen Zeit wurden darüber hinaus 900.000 Reichsmark in Maschinenanlagen und dem Kauf neuer Grundstücke investiert. Der Ruf von Gläser festigte sich in dieser Zeit immer mehr und es gab auch, oder man kann sagen, soweit nicht von den Automobilherstellern selbst produziert, lieferten in dieser Zeit die Firma und die Mitbewerber Prautz in Heilbronn und Reuter in Stuttgart die meisten aller Cabrio-Karosserien für den gesamten deutschen Automobilbau. 1936 begann auch der bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs andauernde, die bis dahin andauernde Zusammenarbeit mit der Adam Opel AG. Es wurden zu Beginn zwei- und vierfensterische Cabriolet-Karosserien für den Opel 6, den 2-Liter-Opel, gebaut und danach später auch für den Nachfolgetyp Super 6 und Opel Admiral sowie Opel Kapitän. Für Ford produzierte man ab 1935 serienmäßig zweisitzige Sportcabriolets für den Ford Eifel und bis 1939 auch zwei- und viertürige Cabriolets sowie einzelne Luxuscoupés für den Ford V8. Gläser warb in der Folgezeit neben der Reihenfertigung für die Hersteller, die man da oben alle lesen kann, für individuelle Modellkarosserien mit dem Slogan außerdem Einzelanfertigung nach eigenen und gegebenen Entwürfen auf jedes in- und ausländische Fahrgestell. Das heißt, die haben auf jedes Fahrgestell, was irgendwie kam, haben die eine Karosserie drauf geschmiedet. Sie boten dann im Grunde genommen fünf verschiedene Formen an. Das sind die hier auf der linken Seite. Und das Geschäft lief, also kann man wirklich sagen, glänzend. Im Mai 1937 baute Horsch dann die ersten sechs Fahrgestelle für den neuen Typ 951 und vier davon versah Gläser mit der vielbeachteten Cabrio-Karosserie, von den vier Stück ist, glaube ich, noch eins übrig. Müsste in Ingolstadt stehen. Es kam dann Cabrio-Karosserien für den BMW 326, den Hanomag Sturm, NSU Fiat 1100 und 1500, Alfa Romeo und so weiter. Man könnte jetzt also viele aufzählen, die dann in der Folgezeit von Gläser produziert wurden.
Ein Problem trat sich allerdings auf, denn mit der steigenden Zahl von Aufträgen monatlich produzierte Gläser ca. 350 Seriencabriolets, etwa 70 Kübelwagen und 5 bis 8 Sonderkarosserien, zeigte sich, es fehlt einfach an Platz, um eine rationelle Fertigung, die ein weiteres Wachstum ermöglichen könnte, durchzuführen. Sowohl in Dresden als auch in Radeberg. Es gab aber noch keine durchgreifende Lösung. Ja, letztmalig zur Automobilausstellung 1939 kam es zu einem Höhepunkt für Gläser. Also insgesamt 20 Automobile mit Gläserkarosserie wurden auf den Ständen von Maybach, Steyr, Hanomag, NSU, der Auto-Union und der Gläserkarosserie selbst gezeigt. Es gab also drei Neuentwicklungen von Gläser. Das eine war das Cabriolet des Auto-Union 120. Zum anderen der Nachfolger vom Opel Super, also das Cabriolet auf Opel Kapitän. Und ein Coupé für den 2,5 Liter Adler, das also aber dann nie in Serie produziert wurde, kriegsbedingt. Vom Audi 920 wurden bis 1940 694 Cabriolets gebaut und alle hatten sie eine Karosserie von Gläser. Im August 1939 feierte die Firma dann das 75-jährige Betriebsjubiläum. In Dresden gab es mittlerweile 1200 Mitarbeiter und in Radeberg 900. Also es war schon ein recht ordentlicher Betrieb. Aber wenige Wochen nach diesem Jubiläum war also wieder alles vorbei. Und es kam zu einer kompletten Umstellung auf Kriegsproduktion. Wenngleich man noch bis Ende 1940 in kleineren Stückzahlen PKW-Karosserien fertigstellte. Beispielsweise gehörte dazu ein Sechsfenster-Cabriolet auf Horsch 951a, das im Februar 1940 hier in Zwickau an das slowenische Innenministerium abgeliefert wurde. Die Rüstungsproduktion erweiterte man nun beträchtlich. Neben den Karosserien für Kommandeurswagen, zum Beispiel auf Steyr oder auch auf Skoda, produzierte man Transportschlitten, Kofferaufbauten für Postwerkstatt, Entgiftung und Sonnenschenwagen, zum Beispiel auf Opel Blitz und Ford LKW. Und für die Kampfflugzeuge Bf 109, Me 110, Me 210 und Me 410 der Messerschmitt AG wurden diverse Teile produziert. In Radeberg erfolgte der Umbau von Personenwagen, sogenannten Beutefahrzeugen, zu Mannschaftstransportern. Und dort baute man auch wieder Gespannwagen für die Wehrmacht. Auch hierbei zeigte sich wieder, dass die Notwendigkeit einer Erweiterung von Produktionsflächen immer dringlicher wurde. Aber erst im September 1941 erwarb die Gläserkarosserie GmbH von der Stadt Radeberg ein ca. 15 Hektar großes Gelände an der damaligen Hindenburg- und Goldbachstraße. Hier sollte die Firma nach dem Endsieg völlig neu aufgebaut werden. Das Grundstück hatte übrigens Emil Heuer schon Anfang der 1920er Jahre ins Auge gefasst, konnte aber damals wegen der Kosten für die brandgeschädigte Firma und der Inflation das Geld nicht aufbringen, um es zu kaufen. Das Dresdner Architekturbüro Schilling und Gräbner entwickelte also ein Modell für neue Produktionshallen. Allerdings gelang es kriegsbedingt nicht, die Genehmigung zum Bau von massiven Gebäuden zu erhalten. Es wurde also im Herbst lediglich begonnen mit der Erschließung des Geländes und dem Bau von Gleisanlagen und dem Aufstellen von Baracken. Das Werk bestand 1944 damit aus den Betriebsteilen Werk 1 in Dresden auf der Arnoldstraße, jetzt Litzmannstraße geheißen, dem Werk 2 in Radeberg an der Oberstraße, Pulsenzerstraße, das war also dort, wo Emil Heuer mal begonnen hatte. Das Werk 3 in Dresden im Industriegelände, das war eine gepachtete Halle. Dem Werk 4 in Radeberg, Mühlstraße, das war dort, wo die Beutefahrzeuge umgebaut wurden, und dem neuen Gelände hier in Radeberg, Hindenburg, Goldbachstraße,
ist ja übrigens das Gelände, wo heute die Karosseriewerke Dresden GmbH immer noch ansässig ist. Als dann im Februar 1945 Dresden im Bombenhagel etwas gelitten hat, wurden auch die Betriebsstätten der Gläserkarosserie fast vollständig zerstört. Lediglich 4 Büroräume blieben unzerstört erhalten. Auf Weisung des Sonderstabes Luftwaffe der SS wurden im März 1945 unversehrt gebliebene Maschinen und Materialien, hauptsächlich aus Radeberg, aber auch von dem Werk im Dresdner Industriegelände, auf über 40 Eisenbahnwaggons nach Neustadt an der Waldnaab in die Oberpfalz gebracht. Erich Heuer sollte mit seinem Bruder dort zusammen ein neues Werk für die Fertigung von Teilen für die Messerschmitt-Flugzeuge aufbauen, das vor Bombardierung also besser geschützt war. Dazu mussten auch alle in Radeberg eingesetzten Fremdarbeiter mit in die Oberpfalz. Dort blieben also nur russische Kriegsgefangene, die dort auch Dienst tun mussten. Und weitere Maschinen oder der Rest der Maschinen für die Flugzeugproduktion, insbesondere die für die Fertigung der Me 262, also dem Strahltriebwerkflugzeug, wurden noch im April, man merke an, im April 1945 nach Prag verlagert. Nach Ende des Krieges begann dann ca. 20 Mitarbeiter mit der Beräumung der Trümmer. Ja, insgesamt wurden ca. 8000 Kubikmeter Schutt abgetragen und 17 aus den Trümmern gebogenen Maschinen in Stand gesetzt. Ein Gutachten bezifferte die Bombenschäden im März 1946 auf rund 3,9 Millionen Reichsmark. Nachdem bei Gläser schon im Mai 1945 ein verunglückter russischer LKW instand gesetzt war, und zwar in kürzester Zeit, kamen in der Folge also immer mehr solche Fahrzeuge der Roten Armee, sodass dann nach und nach immer mehr Mitarbeiter beschäftigt werden konnte. Allerdings teilte die Firma in der Folgezeit das Schicksal der meisten sächsischen Karosserie- und Automobilfirmen oder überhaupt in Ostdeutschland. Sie wurden beschlagnahmt und letztendlich mit dem Volksentscheid vom Juni 1946 enteignet. Dem Willy Bachmann wurde jegliche Tätigkeit im Unternehmen untersagt. Man muss dazu sagen, er war also ein sehr engagierter Nazi und hatte also auch Kriegsgefangene, Gefangene der SS und auch Fremdarbeiter beschäftigt und ist nicht gerade pfleglich mit denen umgegangen, sodass er also dann im Oktober 1945 auch durch die russische Kommandantur verhaftet wurde. Er wurde dann nach Mühlberg in dieses berühmte Lager deportiert, wahrscheinlich dann noch in die Sowjetunion, jedenfalls ist er im Jahr 1950 unter ungeklärten Umständen verstorben. Schon Mitte 1945 hatte auch der Rat der Stadt Dresden die Genehmigung zur fristlosen Entlassung von Geschäftsführer Erich Heuer und seinem Bruder Edmund Heuer veranlasst, die sich ja beide in Bayern aufhielten, und damit war also die Familie Heuer raus aus dem Geschäft. Naja, wie in den meisten Betrieben nach dem Krieg fertigte dann die Firma, wie haben wir in der DDR gesagt, Dinge des täglichen Bedarfs, also Taschen, Hand- und Leiterwagen, Rucksäcke und aus Blech verschiedene Teile. Das Werk 3 im Industriegelände hatten die Russen besetzt und alles, was noch da war, als Reparationsleistung eingezogen. Es musste also aufgegeben werden. Das Radeberger Werk war unzerstört geblieben, aber auch dort waren die Russen eingerückt und hatten eine Reparatureinheit für Militärfahrzeuge dort installiert. Aber die Rote Armee hat also auch immer wieder Aufträge vergeben, sodass also auch in Radeberg wieder Instandhaltungsarbeiten gemacht wurden, und es wurde auch die Herstellung von Pagnewagen dort vorgenommen. Und die hat man dann auch in Radeberg weiterentwickelt und zu einem ordentlichen Gespannwagen für die Landwirtschaft, die deutsche Landwirtschaft, entwickelt. Für die russische Kommandantur hat Gläser in Dresden 1945 unter schwierigsten Bedingungen ein erstes Pullman, kein Cabriolet, sondern eine Limousine hergestellt, die auf ein Horschassis gesetzt wurde. Man hatte also mehrere dieser Horschassis in dem sogenannten Mercedes-Keller, das war gegenüber der Gläserkarosserie, gefunden. Dazu einige Mercedes-Rennwagen,
über deren Verbleib auch noch viele heute forschen. Die hatte man also dann beschlagnahmt und die russische Kommandantur bekam dann 4 Stück dieser 6-Fenster-Pullman-Limousinen in Luxusausführung, die dann auch mit 11.000 Reichsmark pro Stück bezahlt wurden. Allerdings erfolgte die Fertigung unter schlechtesten räumlichen Bedingungen, hatte allerdings auch den Vorteil, die Arbeiter kamen in Genuss von erhöhten Lebensmittelrationen. Also wie gesagt, Reparatur war das eigentliche Geschäft, aber 1947 begann man dann auch mit dem Aufbau von ersten Sonderaufbauten auf Fiat NSU. Und damit begann also wieder die Tradition etwas aufzuleben zum Bau von Modellkarosserien, die dann also in den Folgejahren auch für Fahrzeuge mit Horsch, BMW, Mercedes und Steyr Fahrgestellen fortgeführt wurde. Die Auftraggeber waren meist dann hohe Offiziere der Roten Armee oder Funktionäre der Landesregierung. Zur ersten Leipziger Frühjahrsmesse nach dem Krieg präsentierte, also es war 1947, präsentierte das Dresdner Unternehmen als Exponat eine DKW F8-Limousine. Und das Radeberger Werk hatte seine ein- und zweispännischen Bauernwagen ausgestellt. Frei verkäuflich war das natürlich alles nicht. Ein Fahrzeug bekam nur, wer also Material liefern konnte zur Fertigung dieser Teile. Aber auf Basis der zur Leipziger Messe eingegangenen Aufträge und Anfragen erteilte die Industrieverwaltung 17, also die für die Fahrzeugindustrie zuständig war, Gläser den Auftrag zur Fertigung von 110 DKW-Karosserien für den Typ F8, die aufgeteilt waren in 60 Lieferwagenkarosserien, 25 Limousinen und 25 Cabrio-Limousinen. Das war also der Ausgangspunkt für die Serienproduktion von F8-Aufbauten. Bis 1953 wurden dann in Dresden und Radeberg insgesamt 43.600 Stück Karosserien der unterschiedlichsten Modifikationen hergestellt. Also es wurde ja dann ab 1948 das Luxus-Cabriolet gebaut. Später dann wollte man ja auch noch für die DDR ein bisschen Devisen beschaffen. Deswegen wurde das Luxus-Cabriolet weiterentwickelt, auch unter Mitarbeit des Dresdner bzw. in Radeberg ansässigen Hauptkonstrukteurs von Gläser, Hermann Schmidt, der das Feintuning übernahm. Und es kam dann dieses Export-Cabriolet in Sonderausführung heraus. Also auch dafür wurden bis 1957 ca. 400 Exemplare gebaut. Übrigens fand auch die Hochzeit dieser Fahrzeuge in Dresden statt. Das heißt also, Audi in Zwickau lieferte die Fahrgestelle nach Dresden an und dann wurden die in Dresden auf der Arnoldstraße letztendlich fertiggestellt, weil die Produktionsflächen noch nicht ausreichten. Das heißt also, das Finish der Fahrzeuge fand auf der Straße statt. Dazu war die Arnoldstraße gesperrt für den Verkehr. Das war noch weit bis, man kann sagen, bis Mitte der 1950er Jahre noch der Fall. Im September 1947 beschloss dann der Verwaltungsrat der Industrieverwaltung 17 eine organisatorische und wirtschaftliche Trennung der Werke in Dresden und Radeberg. Da gab es die verschiedensten Gründe. Also zum einen gab es Befindlichkeiten der zuständigen Kommunen in Dresden und Radeberg, die also irgendwie ihre Interessen nicht gewahrt sahen. Es gab Kompetenzrangeleien zwischen den sogenannten Treuhändern, die ja eingesetzt waren zur Leitung dieser Betriebe in Dresden und Radeberg. Es gab Streitigkeiten über gegenseitige Lieferungen, über Nachkalkulation und so weiter. Und die Industrieverwaltung war es offensichtlich leid, dort immer als Schlichter einzutreten. Und man ging also ab Ende 1947, wie schon vor 1933, wieder getrennte Wege. Und nachdem die in Bayern verbliebenen Erich und Edmund Heuer das Führen der Marke Gläser untersagt hatten,
firmierten die Werke dann ab September 1951 unter Karosseriewerk Dresden und Karosseriewerk Radeberg. Seitens den Dresdnern und auch der Industrieverwaltung und höheren vorgesetzten Stellen gab es also gegen dieses Verbot keinerlei Widerstand. Der Name verkörperte für die offensichtlich eine kapitalistische Unternehmenstradition und damit war also auch der Name Gläser für die Dresdner, für den Dresdner Automobilbaugeschichte. Ja, es wurden dann also durch die Rote Armee immer weiter Aufträge produziert. Es gab also dann insbesondere in Radeberg eine große Produktionsauslastung durch den Bau von Fahrerhäusern für SIS und Studebaker LKWs für die Sowjetarmee und auch Anhänger. So. Dann kam die Zeit, wo Eisenach ins Spiel kam für Radeberg, denn man begann ja Anfang der 1950er Jahre den EMW 327 wieder aufleben zu lassen, als also das Eisenacher Werk nicht mehr sowjetische AG war. Und das Karosseriewerk in Dresden bekam also den Auftrag für die Fertigung des EMW 327-1 Cabriolet, was dann wenig später mit der Nummer 2 fortgesetzt wurde. Und 1953 erfolgte dann diese exklusive Variante des EMW 327-3, also das Coupé, die ja ausschließlich für den Export vorgesehen waren. Ich habe also nochmal hier auch ein Bild mitgebracht von der Endmontage auf der Arnoldstraße, da unten rechts. So sah es mit der F8-Produktion aus, also es gab ja keine Lagermöglichkeiten, das heißt also die Karosserien standen im Wesentlichen auf der Straße und auch die Endmontage fand dort statt. Man sieht, offensichtlich war ein bisschen Regen, denn man hat es mit der Plane zugehängt. Das ist allerdings schon etwas später, man sieht also schon eigentlich das Portfolio, was man damals hatte. Man sieht den F8 in der Exportausführung, den EMW 327, aber auch schon den F9. Aber ich bin jetzt eigentlich fast schon am Ende. Wie gesagt, wir reden über 160 Jahre Industriegeschichte in einer Stunde oder einer reichlichen Stunde. Es ist natürlich schwierig, jetzt auch die weitere Geschichte in der DDR darzustellen. Könnte man vielleicht mal irgendwann noch machen. Ist mindestens genauso spannend wie die Geschichte vor 1945. Dazu sagen muss man vielleicht noch, dass dann am 15. Januar 1953 mit Gründung des VEB Karosseriewerke Dresden wieder eine Zusammenführung der Dresdner und Radeberger Werke stattfand. Denn offenbar war die Verzahnung der beiden doch so stark, dass der wirtschaftliche Vorteil der Führung unter einer einheitlichen Führung überwog. Und stolz präsentierte man damals auch ein neues Logo, allerdings ist das Foto nicht so besonders schön, das sozusagen auf der alten Grundform des Gläserlogos den Zwinger zeigte. War ja dann später auch noch am P70 und ich glaube auch die ersten Wartburg-Karosserien hatten es auch noch, die dann dieses ovale KWD-Zeichen kamen. So, dann wäre ich sozusagen fast am Ende. Wenn Sie mir gestatten, würde ich noch einen kleinen Seitenschwenk machen. Denn es gab ja immer noch die beiden Heuer-Brüder in Bayern. Und die hatten ja genauso wie hier in Dresden begonnen mit in Neustadt an der Waldnaab, begonnen mit ihren Maschinen dort für die Bevölkerung erst verschiedene Dinge zu produzieren, aber dann mit dem Marshallplan stieg ja auch der Bedarf im Westen an Autoteilen immer mehr und der Erich Heuer siedelte dann mit den Produktionseinrichtungen nach Ullersricht bei Weiden in der Oberpfalz um und ließ im September 1950 eine Firma
Erich Heuer Karosseriefabrik, Klammer auf, früher Gläserkarosserie Dresden, Klammer zu, in das Handelsregister eintragen. Das Unternehmen begann also in drei Baracken mit der Fertigung von Einzelkarosserien und Karosserie-Reparaturen, und später folgten dann auch Kleinserien, natürlich wie also auch in Dresden und in Radeberg Vorkriegschassis, die einfach mit neuen Karosserien versehen wurden. Das war aber offensichtlich eine diskontinuierliche Geschichte, denn auf der Suche nach Kunden wurde Erich Heuer dann bei der Porsche KG fündig, damals noch KG, die von Porsche mit der Fertigung von Karosserien beauftragte Firma Reuter in Stuttgart hatte quasi die Kapazitätsgrenzen erreicht, und für den Bau von Cabriolet-Karosserien wurden also zusätzliche Lieferanten gesucht. Erich Heuer hat dann hier gebrüllt und erhielt den Zuschlag zum Bau von Karosserien für den Porsche 356 Cabriolet. Da in Heuers Firma nur die Verdecke und ein Teil der Karosserieteile selbst gefertigt werden konnten, mussten von Reuter gelieferte Teile verbaut werden, und zur Endmontage kehrten die Karosserien dann nach Zuffenhausen zurück. Also man sieht schon, diese komplizierte und kostenintensive Logistikkette zeigt, dass Heuer sich eigentlich verkalkuliert hatte. Neben der rund 100 Stunden längeren Fertigungszeit bei Heuer gegenüber Reuter war auch die Karosserie noch schwerer, und eine kostendeckende Fertigung war eigentlich unmöglich. Trotzdem wurden insgesamt in Ullersrich 237 dieser Cabriolet-Karosserien gebaut. Das ist übrigens ein wunderschön restauriertes Modell, was einem Familienmitglied der Familie Heuer gehört. Als Porsche dann speziell für den Export in die USA den Typ 540 America Roadster mit Aluminiumkarosserie entwickelte, lehnte Reuter die Fertigung rundheraus ab. Das war dann einfach zu kompliziert. Erich Heuer hatte aber aus Dresden ja einige Facharbeiter mitgebracht, die sich mit der Aluminiumverarbeitung auskannten, und hat also auch hier wieder die Hand gehoben. Und seine Firma übernahm zusätzlich den Auftrag für den America Roadster. Aber auch hier hatte er sich wieder total verkalkuliert, denn pro Karosserie sollen bis zu 1600 D-Mark Mehrkosten entstanden sein. Und weil Porsche mit ihm Festpreise ausgehandelt hatte, blieb er quasi auf diesen zusätzlichen Kosten sitzen. Und weil die Banken noch keine weiteren Kredite ausreichten, waren noch 17 dieser Karosserien schon wieder Schluss. Die hohe Zinsbelastung aus den Krediten und die Anschaffung neuer Maschinen und die unterschiedliche Auslastung der Produktion hatten also die Situation so verschärft, dass er quasi dann Konkurs anmelden musste. Er hätte Anschlussaufträge erhalten, aber die Forderung von Porsche war, dass er seine Firma nach Nürnberg umsiedelte. Das wollte Erich Heuer aus welchen Gründen auch immer nicht. Und so kam es also auch dort zum endgültigen Aus der Karosserieproduktion unter dem Namen Gläser. Damit war Gläser also dann wirklich beendet. Und ich bin auch am Ende. Ich bedanke mich.